Hallo und willkommen zurück bei Dave the Diver. Wir eröffnen die Range, die Bar, die Sushi-Bar. Wir haben beim letzten Mal alles eingestellt. Auf geht's. Sollen wir mal gucken, wie viele jetzt kommen. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug Essen. Hier, die Drinks mache ich, keine Sorge. Ich gehe nach ganz hinten. So, ihr macht das, ich fülle auf. So, wir haben hier sehr viel Dreck. Der muss weg, sonst kommen nicht genug Leute nach. Weil die nehmen ja hier Plätze ein. So, ich gehe ganz nach hinten. Okay, wir haben tatsächlich was übrig. Das ist eigentlich nie gut, weil das haben wir verschwendet. Aber jetzt müssten wir doch 5 Sterne bekommen. Also hier 5 Flammen. Der Hype ist echt am beliebtesten. Ja, 5 Flammen, perfekt. Daran liegt das also echt. Aber so Verschwendung. Eine Verschwendung. Oh? Hat er die einfach geklaut? Lass mich raten, die ist Peach. Das heißt, diese Zivilisation existiert davon. Dave? Ja, Dr. Bacon. Dave. Ja. Willst du die guten oder die schlechten Nachrichten hören? Die guten. Du bist der positive Typ. Ich habe die Armband untersucht, die du mir gestern gebracht hast. Sie gehören, wie ich es vermutet habe, dem Seevolk. Wow, es ist also ein altes Artefakt. Der Armband scheint mit einer geheimnisvollen Macht durchdrängt zu sein. Hier, du kannst es tragen. Wart ich? Ich meine, danke, aber warum? Wer weiß, vielleicht liegt es ein furchterregendes Seevolkfluch drauf. Nun, wie dem auch sei, probier es erstmal an. So, ein Artefakt des Seevolks enthält eine mysteriöse Energie, die beim Atmen hilft. Erlaubt dir für eine bestimmte Zeit zu überleben, nachdem dir der Sauerstoff ausgeht. Das ist echt stark. Ich spüre eine Art neue Kraft in mir. Ah, schön zu hören, dass nichts Schlimmes passiert ist. In deiner Taucherkiste findest du weitere Informationen zum Amulett, das du trägst. Und ich habe auch noch mehr großartige Neuigkeiten. Ich habe die Artefakte und Untersuchungsdaten analysiert. Ich war in der Lage, ein sehr starkes Signal in diesen Meerestiefen auszumachen. Das war der richtige Ort. Die Objekte sind nicht einfach hierher getrieben. Ich habe das Gefühl, dass dieses riesiges blaue Loch, das plötzlich aufgetaucht ist, als Verbindung zu einem Seevolkstätte dient. Eine äußerst glückliche Gelegenheit. Das klingt bloß danach, als müsste ich wieder mein Leben riskieren. Und was sind die schlechten Nachrichten? Um die Tiefen zu gelangen, benötigst du eine Tiefseestirnlampe. Die Lieferungen sind aus irgendeinem Grund unterbrochen worden. Also ist es unmöglich, eine zu beschaffen. Vielleicht besitzt Duff eine. Er hat ja alles Mögliche an Sachen. Das stimmt. Versuch doch mal, Duff zu kontaktieren, ja?
So, du kannst Amulette ausrüsten und sie im Inventar austauschen. Amulette haben unterschiedliche Effekte, die dir im Spiel helfen werden. Vergiss also nicht, sie auszuprobieren, wenn du welche findest. Prozent weniger Schaden nehme ich schon gerne mit. Erstmal gucken wir, was der für einen Shop hat. Bomben mit Sensor. Okay, wir sollen Duff anrufen. Erstmal hier Cockstar. Ich glaube, wir trainieren die Leute erstmal. Aber wir rufen jetzt mal kurz. Ey, Ellie, hast du eigentlich nochmal neue Missionen? Ich bin gerade in der Bücherei. Einfach so plötzlich anzurufen. Keine Manieren. Ja, genau. Na! Was bist du so wütend, Duff? Ich habe eine limitierte Version der Lichtschan-Figur bestellt. Aber sie ist seit über einer Woche nicht gekommen. Ist das zu glauben? Sie kommt mit einer Seriennummer und einer limitierten Kunstband, den es nur bei dieser Fassung gibt. Boah, beruhig dich ein bisschen. Alle scheinen sich wegen dieses Lieferstoffs aufzuregen. Ich glaube, es muss eine Art Unfall gegeben haben. Um zu erkennen, was vor sich geht, benötige ich die Tiefseestirnlampe. Oh, natürlich habe ich natürlich etwas in meinem Lager. Aber ich kann sie dir nicht umsonst überlassen. Jo. Es gibt eine Bedingung. Ich glaube, ich weiß, was könnte. Ja. Finde meine Lichtschan-Figur. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die ist. Sie befindet sich in einer pinkfarbenen Lieferung. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ich habe für dieses Paket besondere Behandlungen angefordert. Somit sollte es eigentlich nicht fortgespült worden sein. Wenn das Schiff, auf dem sie transportiert wurde, gesunken ist, da sollte sie irgendwo in der Nähe sein. Das Schiff haben wir schon gefunden. Das ist die Box, die wir nie einsammeln konnten. Gehe ich mal von aus. Finde sie für mich und gebe dir die Tiefseestirnlampe. Erst muss ich den Standort vom gesunkenen Lieferschiff finden. Kein Problem. Das haben wir schon. Wir gehen. Nee, ich mach das in der Nacht. Wir gehen jetzt erstmal rein, gehen unseren Standardweg nach unten. Das heißt, es ist immer noch dieselbe Karte. Dann suchen wir dann auch nach den Quallen. Na, das heißt, wir nehmen den Seestern mit. Wir holen uns das. Oh! Scheiße! Es ist eine andere Karte. Ja, das. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wo das Schiff ist. Okay. Die einfach die Karte hier wechselt. Den Netzwerfer, den brauche ich tatsächlich für die Quallen. Ich habe nicht vergessen, die Pistole auszutauschen. Ich brauche ja die Schlafpistole für die besonderen Quallen. Weil der wollte ja, dass ich die Leben fange. Das heißt, wir gehen erstmal wieder ein bisschen auf Erkundung. Ist das hier hinten? Ja, das sieht so aus, als wäre das hier, wo man so einen Pin eingeben könnte, weißt du? Und dann öffnet sich eine Tür. Ich brauche noch Muscheln. Aber nur diese lilafarbenen. Hier, von denen könnte ich ein bisschen mehr hier brauchen. Eine Giftkanone. Guck mal, hier sind wieder die anderen Fische. Nehmen wir ein paar von mit. Aber nicht zu viele. Sehr gut, Olivenöl. Hier liegt auch noch Seil rum.
So, dann gehen wir mal nach unten. Lag. Von denen muss ich noch ein paar mehr finden. Verstehe. Wir halten uns aber erstmal links. Da ist ein Sauerstoffkanister. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier wieder so ein Sägezahnviech kütt. Ist irgendwie gerade am Lecken hier. Ich weiß nicht warum. Hallo? Laggy? Warum ist denn das hier laggy? Mal gerade hier wegen Discord. Discord-Benachrichtigung gekommen? Deshalb vielleicht? Keine Ahnung. Komisch. Oder muss ich jetzt warten, bis die andere Karte sich öffnet? Boah, noch eine stärkere Giftharpune. Ne, mein Ziel ist es ja eigentlich auch, diese Quallen zu finden. Doch kein Gift. So, gehen wir mal nach links. Hier ist Sauerstoff. Was ist das? Ein Fragment. Was ist denn hier mit diesen Viechern da? Danke. Aber wir haben das Schiff gefunden. Das heißt, hier ist auch wieder der Tigerhai. Da, meine liebe Leas Chan. Bringen Sie mir so schnell wie möglich. Beende deinen Auftrag. Toll. Was war das denn gerade? Meine Lea, schauen. Sie verschwand in den unergründlichen Triefen. Das scheint eine Art riesige Lebensform gewesen zu sein. Bitte zieh los und hol sie zurück. Moment mal. Das sieht offensichtlich gefährlich aus. Außerdem sind die Türen auf dem Schiff alle verschlossen und ich komme nicht hinein. Glaubst du wirklich, daran hätte ich nicht gedacht, bevor ich Lea Chans Rettungsplan ausgeheckt habe? Ich gebe dir eine Geheimwaffe, den Brennschneider. Selbst in diesem Moment wartet Lea Chan auf ihren Meister. Komm zum Boot, ja? Dieser Typ ist unverbesserlich. Ich treffe den gar nicht. Aua. Wieso treffe ich den nicht? Dafür muss ich ihn nur zweimal treffen. So, ich muss aber noch weiter in die Tiefen. Ich muss ja in die Kalksteinhöhle. Nee, da würde ich weniger Schaden machen, hätte aber Gift. Dann gehen wir erstmal hier weiter runter und suchen die Kalksteinhöhle. Hier weiß ich nämlich nicht, wo der Eingang ist. Das hätte ich bei der anderen Karte hätte ich es gewusst. Zum Einschlafen. Nee, das probieren wir mit dem Netzwerfer. Krass, da kann man hier super Schläge machen. So, ich muss einen Weg darüber finden. Weil ich muss jetzt einmal hier rumtauchen. Danke. Den ignorieren wir aber erstmal. Weil ich will mein Inventar jetzt noch nicht voll machen. Ich will ja die Quallen.
Das ist nochmal so ein Sägezahn. Perfekt, damit hätten wir die auch durch. Diese Muscheln sammeln wir aber auch ein. Ah, hier ist noch einer von denen. Hier unten ist es düster. Sich in diesem Zustand nach unten zu wagen, ist gefährlich. Ja, deswegen gehe ich ja nach unten. Ah, nee, geht nicht. Okay, das ist aber nicht die Kalksteingrube. Jetzt sag mir nicht, auf dieser Karte gibt's sie nicht. Ich muss erst die andere Karte suchen. Ein Seestern. Boah, hier ist ein Tigerhai. Tatsächlich Sauerstoff hier drin. Ich muss am Tigerhai vorbei. Okay, weißt du was? Den machen wir mal gerade weg. Shit. Das passt mir jetzt ja nicht. Okay, er hat mich erwischt. Der Tigerhai hat mich gesehen. Habe ich ihn. Shit. Inventar ist voll. Das heißt, egal was ich jetzt ablege, ich müsste voll viel ablegen und das wieder auszukontern. Oh, der ist aber wertvoll, ne? Egal, wir gehen erstmal nach oben. Ich bin mal gespannt, auch wen wir heute Abend beim Dings haben. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich zu beruhigen. Genau wie Lea Chance, als sie Fenrir zum ersten Mal gegenüberstand. Da du den Ort gefunden hast, werde ich dich dafür belohnen. Ich mache gerne ehrliche Geschäfte. Ja. Also dann lass uns Rettungsmission für Lea Chance beginnen. Also. Nimm den Brennschneider. Wenn du das Schiff erreichst, wirst du eine Stelle sehen, die du aufschneiden kannst. Es würde eine Tasteneingabeaufforderung erscheinen. Schneide dich die Wachstellen in der Eisentür auf und du wirst das Schiff betreten können. Berge einfach die pinkfarbene Lieferbox mit Leerchan aus dem Inneren des Schiffes. Das sollte einfacher sein, als du denkst. Ich habe gesehen, wie ein riesiger Tentakel das Schiff gepackt hat. Das sieht extrem gefährlich aus. Willst du damit sagen, dass es für Leerchans in Ordnung geht, dort unten in der Dunkelheit zu verrotten? Dieser Austrag darf nicht einen Moment lang aufgeschoben werden. Schon gut, okay, ich verstehe. Na gut, ich werde versuchen, da runter zu gehen. So, ich werde die Kanone austauschen. Und die Schlafkanone nutzen, weil ich muss ja die Quallen fangen. Das hätte ich fast vergessen. Eco-Watch machen wir, nachdem ich unten war. Jetzt praktisch, wenn endlich die andere Karte kommt, damit ich in die Kalksteingrube kann. Vielleicht ist der ein... Ach, das ist die... Ja, hier, genau die ist es. Dann können wir in die Kalksteingrube. Hm, ich höre laute Geräusche von da drüben. Ich sollte mir das ansehen. Shit. Hey, warum belästigt ihr die Delfine?
Du bist also derjenige, der immer unsere Pläne durchkreuzt. Ich sehe es dir direkt an. Du brauchst mal eine ordentliche Lektion. Mach dich besser bereit. Jetzt habe ich keine Kanonen dabei. Uff, ich wollte nicht erschrecken. Naja, dann sehen wir mal, ob ich sie besiegen kann. Autsch! Uns für heute zurück und lassen wieder von uns hören. Und Delfin muss schon ein Foto machen. Und theoretisch muss ich einen fangen. Verrottete Delfin als Kettung. Er hat so etwas wie ein altes Amulett hinterlassen. Ich sollte es später identifizieren. So, jetzt müssen wir aber in die Kalksteingrube gehen. Ich gehe aber trotzdem immer denselben Weg. Denn ich will ja hier die Sojasauce. So, Kalksteingrube war, meine ich, hier nämlich runter zu gehen, am Anfang. Ich muss aber jetzt auch den ersten Sauerstofftank, den ich finde, mitnehmen. Den nehmen wir diesmal nicht mit. Oder? Ja, komm, was soll der Geiz? Nehmen wir mit. Das wiegt halt ein bisschen was. So, hier müsste es zur Kalksteingrube gehen. Oh, Feuer. Den hatte ich noch nicht. Sauerstoff wäre auch nochmal schön hier. Sonst komme ich nämlich nicht weit. Ah. Dann halt wieder Blitz. Ich meine, der macht mehr Schaden, das ist wichtig. Muss auch nochmal ein Sauerstoff kommen. Sauerstoff, Sauerstoff. Wo ist denn der gute Sauerstoff? Hier. Braune Muschel, blaue Muschel. Blau nehmen wir nochmal mit. Ah. Das muss die Tür sein. Versuchen wir sie mal mit dem Brennschneider zu öffnen. Na gut, komm, dann machen wir das jetzt. Schalte den Schneider ein und verwende Maus und halte ihn innerhalb des Kreises.
Irgendwann ist auch Ende mit dem Mouse-Movement. Ja. Oh, ich hätte es zu eilig, um dir anständig zu erklären, wie man ihn benutzt. Aber du hast es herausgefunden. Geh jetzt durch die offene Tür hinein. Lehrt Chan, dein Meister kommt. Eine gefährliche Kerl. Nee, nee. Machen wir jetzt noch nicht. Dann, also, dann nehme ich erstmal eine richtige Waffe mit, ja? Das heißt, wir gehen jetzt erstmal. Der wäre Level 2, würde auf jeden Fall viel Schaden machen, aber deswegen sind wir ja gar nicht hier. Ah, shit. Ich suche den Eingang zur Kalksteingrube. Der war doch hier. Bin ich... Oder war das ein anderer? Anscheinend war es ein anderer. Weil hier ist nichts. Ein Flakon. Na gut, wir haben ja noch sehr viel Sauerstoff. Von daher... Hier ist die Qualle. Perfekt. Schläft die jetzt ein? Es hat geklappt. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur warten und dann kann ich die einsammeln. Geil. Jetzt habe ich noch den Netzwerfer. Drei Sterne sind die dann. Nice. Das heißt, Quallen haben wir. Wir haben hier auch wieder Strömung. Was haben wir denn hier alles Schönes? Sauerstoff. Ich glaube, hier geht's in die Tiefen, oder? Ja, hier wollen wir nicht rein. Zumindest noch nicht. Noch einen Seestern mit. Ach, guck mal, hier ist noch einer von denen. Hier sind auch die Seetrauben. Okay, sonst geht's hier nicht weiter. Wobei, nach oben, nach oben. Ich will hier nach oben. Hier ist nämlich noch eine Qualle. Ich habe jetzt aber keine Muni. Boah. Da oben vielleicht. Aber ich will noch ein paar Seetrauben mitnehmen. Wobei, hier ist noch ein Skelett. Ich glaube, das Skelett ist wichtig. Deswegen nehmen wir das mit. Naja. Hier
ist noch eine von diesen Quallen, von diesen Muscheln, die ich brauche. Ich würde schon gern noch eine von diesen Quallen sammeln. Da ist eine Kiste. Ja gut, jetzt haben wir eine Netzkanone Level 2. Haben wir auf jeden Fall wieder Muni bekommen. Das ist gut. Ich muss nur mal gucken, dass wir auch wieder Sauerstoff bekommen und einen Weg nach oben finden. Ist natürlich gefährlich mit der Strömung. Sinnvoll. So, wir müssen nach oben. Wir müssen den Weg nach oben finden. Aber aufpassen, dass wir nicht in die Stacheln reingehen. Oh, gut. Konnten ausreichen. Hey, wo schickst du mir hin? Das hier im Kreis oder was? Ich gehe nicht zur Kiste, weil ich will nach links. Aber ich glaube, hier ist kein Weg. Hier ist kein Ausgang. Das heißt, ich muss da runter. Ist ja wie ein Labyrinth hier. So, lass mich mal ein bisschen von der Strömung mitziehen. Bisschen. Ja, den muss ich killen. Das heißt, wenn wir Tiere mit dem Netz fangen, dann werden die 3 Sterne, ja? So, ist hier zufällig so ein Weg nach oben? So ein Ding nach oben? Schon lang keins mehr gesehen, ne? So ein Rufteil. Ja, dann gehen wir einfach so nach oben. Ich brauche zwar sehr viel Sauerstoff, aber ich muss ja irgendwie hochkommen. Da ist es. So, jetzt sind wir auf jeden Fall vorbereitet für den Gourmet. Erhöht Sprinttempo um 30%. Und dann kriege ich mehr Schaden. Kannst die Delfine als Kette tragen, um dich schneller zu bewegen? Denkt an, dass sich der Sauerstoff schneller verbrauchen wird. Okay, wir haben neue Leute. Sie ist auf Stufe 1. Alles 1.
Ich dachte, die sind über dem... Boah, Billy ist aber geil im Service. Das sind aber interessante Charaktere. Kann ich die herstellen? Ja. Einmal bitte die Netzkanone. Ich frage mich, was es bringt. Wenn ich mehrere von denen habe, kann ich die dann... Wir probieren es einfach aus. Komm, ich baue mal 3 von denen. So, ich habe jetzt 3 von denen. Jetzt gehen wir hier rein. So, ich tausche erstmal gegen die Seilkanone. Kann ich die jetzt vielleicht... Fangt 7 Fische auf einmal. Fängt. Krass. Kann ich die jetzt vielleicht verbessern? Ich habe jetzt so gedacht, okay, wenn ich die so habe, dann kann ich die verbessern. Sieht aber nicht so aus. Ja, ich lass erstmal hier den Schadenswiderstand. So, die Seesterne weg. Die Muscheln weg. Seetraum, dann habe ich noch 2. Die können weg, ja. Gut. Hier kaufe ich noch nichts. Das Geld geben wir drinnen aus. Dann gehen wir mal in die Sushi-Bar. So, wir haben jetzt hier das Personal. Und die kostet nur 4. Der wäre mega stark im Service. Der Billy. Aber da stimmt doch irgendwas nicht. Bei ihr. Ich würde gerne die Details angucken. Also wäre auch mega stark hier. Moment, kann ich das bei allen angucken? Gerne die Details. Das kann ich hier nicht sehen. Schade, das würde ich gerne bei allen sehen. Also sie wäre ziemlich gut darin. Also ihn könnte ich noch als Koch nutzen, ja? Weil ich habe mir schon gedacht, okay, wenn jetzt hier so eine Person kommt, die mit 1 startet, die ist doch vielleicht dann im Endgame die stärkste. Mal hier. Hat halt sehr viel Charme und ist gut im Verkauf. Aber sie hier, mega stark im Service. Und im Charme. Was ist mit ihm? Guck mal hier, der ist schlechter als die anderen. Aber der räumt auch nee, also wir gehen auf sie hier. So. Und dann werden wir hier jetzt tauschen. Mit ihr. Hier kommt jetzt Raoul hin. Und wir werden sie trainieren. Guck dir das an. Sie ist sehr gut im Lernen. Das muss man ihr lassen. Und dann kann sie auch Getränke servieren.
glaube, bei ihr ist es sogar am krassesten, wenn wir sie als erstes weiter hochzimmern. Ja, wir ballern die mal weiter hoch. Sternkugelfisch. Ich frage mich, ab wann das hier freigeschaltet wird. Hier, der Sternkugelfisch, den nehmen wir auch, weil wir haben viel Kugelfisch. So, dann gucken wir uns mal das Menü an. Den Kugelfisch können wir direkt veredeln. Oh, neues Video. Genau so macht man das nämlich. Von denen habe ich echt viele, die können wir stark veredeln. Jetzt habe ich nicht mehr so viele von denen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal auf die Jagd gehen. So, wir bieten einen von denen auf jeden Fall an. Ich habe nicht mehr so viel Sojasauce. Einen bieten wir von denen an. Einen von denen. Dann machen wir noch einen Hai. Fast nur Sondergerichte haben wir hier. Von denen bieten wir 5 an. Ne, von denen kann ich hier... Von denen machen wir 10. Jetzt haben wir 13. Egal. Damit wir auf jeden Fall genug haben. Von den Quallen werden wir auf jeden Fall noch ganz viele sammeln. Wir haben die ja jetzt veredelt. Von dem Tigerhai machen wir auch nochmal 5. Ich kann noch was hinzufügen. Damit wir auf jeden Fall genug haben. Aber dann wird wieder so vieles verschwendet. Komm, wir nehmen jetzt nicht den guten Hai. Wir nehmen nochmal hier die hier. Ja. Ich habe mehrere Jahre lang als Ninja trainiert, aber es war nicht leicht, als solcher zu leben. Du lässt alles mir, mein Herr. Die ist echt krass im Service. Das muss man hier lassen dann später. So, das machen wir aber in der nächsten... Warte, habe ich hier noch was? Den muss ich noch. Dann können wir auch die anderen Quallen in 3 Sterne fangen mit dem Netz. Also ich gehe mal davon aus, dass das mit dem Netz, dass die dann 3 Sterne sind. Weil die halt nicht mit der Pune durchlöchert wurden. Das heißt, wir müssen jetzt im nächsten Run nochmal darunter diese Quallen holen. Wir haben zwar hier genug für einen, aber ich würde gern mehr haben. Vor allem, wenn wir dann einen Quallen, also aus diesen Sachen, ein Gericht zaubern können, wäre das super für das Event. Ich bin mal gespannt, ob ich später noch hier einen Erwerb hinzukommt. Weil dann kann ich vielleicht hier wen für einen Erwerb. Hier, sie hier war doch so geil im Erwerb, ne? Könnte ich sie vielleicht für den Erwerb holen? Und der ist zwar jetzt teuer, aber der wird schlechter. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!